Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es heute mal ein sehr spannendes Video zu einem WLAN-Richtfunkset. Und zwar sind hier zwei Antennen dabei, die über eine sehr lange Distanz das WLAN-Signal von A nach B transportieren können. Somit könnt ihr sehr große Gebiete natürlich sehr gut abdecken und natürlich auch hier für den optimalen Empfang dann sorgen. Einsatzgebiete für solch ein System wären zum Beispiel eine weit entfernte Garage von eurem Haus. Wenn hier zum Beispiel der normale WLAN-Repeater nicht mehr ausreicht, könnt ihr praktisch solch ein Set dazwischen schalten und hier eine sehr lange Distanz auch überbrücken. Aber auch zum Beispiel ein Gartengrundstück, was hier mehrere Kilometer weit entfernt ist, kann man hier mit diesem Set praktisch mit WLAN versorgen, um dort zum Beispiel Überwachungskameras zu installieren und auch zu betreiben. Also wirklich sehr spannend, sehr interessant, und das wollen wir uns heute mal anschauen. Mit dem Set dabei sind hier zwei Richtantennen und natürlich die nötige Hardware, aber auch so ein Ständersystem, womit man praktisch diese WLAN-Richtfunkantennen zum Beispiel an einer Außenwand befestigen kann. Also es bleibt wirklich sehr spannend, bleibt bis zum Schluss dran. Dann würde ich sagen, schauen wir uns dieses Thema hier in der Nahaufnahme an und werden es mal hier kurz auspacken und auch gleich mal einrichten und direkt an meinem Schreibtisch einmal testen, ob es auch hier funktioniert. So sieht es also aus. Hier nochmal das eigentliche Set wahrscheinlich. Das werden wir uns auch gleich mal kurz anschauen und hier nochmal dann praktisch das Montageset. So, wir gehen jetzt mal kurz durch. Ich würde sagen, wir machen das gleich mal kurz hier so auf und gucken uns mal kurz hier an, was hier so alles drin ist. Ich lege das gerade mal kurz beiseite und dann schauen wir uns mal kurz hier zuallererst ja, dieses Set an. Ihr könnt schon sehen, AI Wireless CPE Antennen sind hier praktisch drin. Für den Innenbereich, aber auch für den Außenbereich. Und ihr könnt auch schon sehen, wir haben hier mehrere Spezifikationen. Es geht hier von 9 bis 24 Volt, können wir die betreiben über PoE, also praktisch hier Power über Ethernet. Dann ist das ganze Ding WDS-kompatibel, IP65 geschützt. Wir haben hier eine Full-Channel-Technologie und das Ganze hier ist natürlich auch so ein bisschen in allen Regionen dann anwendbar. Und damit kann man auch hier sehr einfach und leistungsstarke WLAN-Netze dann über eine längere Distanz aufbauen. So, gucken wir mal kurz den Rest an. Hier ist auch nicht mehr allzu viel drauf. Hier auf der Rückseite können wir jetzt gleich mal kurz sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Schauen wir uns das Ganze mal kurz hier in aller Ruhe an, wie das hier praktisch aufgebaut ist. Wir haben zum einen mal zwei Antennen, könnt ihr schon sehen, 1 und 2. Die erste Antenne wird ebenfalls hier über PoE mit dem Netzteil verbunden und dann praktisch hier mit dem ganz normalen Netzwerk angeschlossen. Also geht zum Router zum Beispiel und es geht wieder zum Modem, wo es praktisch Internet hat. Und dann wird praktisch hier auf der anderen Seite die andere Richtfunkantenne montiert, ebenfalls hier über PoE, also über das Netzteil. Und dann wird praktisch hier das Signal rausgeschleust auf einen weiteren Router zum Beispiel, aber auch auf einen Switch. Und damit könnt ihr zum Beispiel hier auch dann wiederum ein WLAN auch betreiben und hier weitere Geräte dann ganz einfach montieren. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wie ihr schon sehen könnt. Sehr viele Sachen sind hier möglich und von dem her wirklich sehr ideal für euch, die praktisch hier eine größere Strecke dann überwinden wollen. So, genug geredet. Ich würde sagen, wir packen das Ding einfach mal kurz aus. Schauen mal, was drin ist. Ich hole es gerade mal kurz raus. Und so sieht das ganze Set schon aus. Wir haben praktisch gleich die Anleitung. Die werden ebenfalls kurz durchgehen, damit ihr das mal sehen könnt. Also das wäre jetzt hier die Anleitung, die Gebrauchsanleitung. Und da könnt ihr schon sehen, wir haben Adalog, das wäre jetzt hier die Marke. Und so sehen die beiden Antennen einfach aus. Und wir haben hier dann die, ja, alles auf Deutsch. Und wir haben hier das Modell CPE 365. So, wir gehen jetzt mal kurz durch, mal gucken, was hier so alles drin ist und werden uns dann danach richten. Und dann können wir hier auf der allerersten Seite nochmal so eine kleine Kurzbeschreibung sehen. Es gibt hier praktisch zwei Tasten, eine A- und eine B-Taste. Wenn man auf die A-Taste drückt, wird das Gerät praktisch hier in den Master-Bridge-Modus versetzt und reagiert dann als Sender. Bei der B-Taste wird es dann praktisch hier als Empfänger deklariert. Also da müsst ihr eben aufpassen, wie rum das ist. Da gibt eine Reset-Taste, wird alles zurückgesetzt. Dann gibt es hier natürlich LAN-Anschlüsse. Könnt ihr ganz einfach hier über so ein normales Netzwerkkabel dann hier mit eurem Netzwerk, was ihr erweitern wollt, verbinden. Und dann gibt es hier noch weitere Sachen, wie zum Beispiel hier ein Netzteil. Und dann gibt es hier die Erklärung zu den LEDs, zum Beispiel so eine Power-LED. Die zeigt einfach an, dass die Geräte hier mit Strom verbunden sind. Es gibt hier eine WLAN-LED, die praktisch den Status anzeigt zur Verbindung. Und es gibt so eine Signalstärke-LED, die praktisch hier einfach die Signalstärke anzeigt. Und nochmal hier LEDs an den LAN-Anschlüssen, wie natürlich hier ein Display. Und da kann man natürlich hier dann die Sachen mal genauer einstellen. So, Spezifikation, hier nochmal die Modellbezeichnung. Wir haben dann hier eine CPU mit dabei, mit den weiteren Spezifikationen. Ich denke mal, da müssen wir nicht alles hier genau durchgehen. Das sollte hier selbsterklärend sein.
Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. So, dann gucken wir uns mal kurz hier die Schwerpunkte an. Das Ganze benutzt die 5,8 GHz Technologie für die Übertragung. Damit können also praktisch deutlich höhere Reichweiten erzielt werden. Und wir haben bis zu 1000 Mbits an Übertragung. Also 1 Gigabit sind hier möglich. Und ja, es gibt eine sehr hohe Verstärkung, also hier 16 dBi. Und das natürlich über die zwei Antennen. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich denke mal, das sollte hier alles erklärend sein. Hier nochmal die Verpackungsinhalt, was alles mit dabei ist. Und da geht es praktisch hier zur eigentlichen Installation über. Man muss natürlich hier die Stromversorgung anschließen. Da muss man hier im nächsten Schritt die Einstellungen tätigen, was hier der Master, was hier der Slave ist. Dann geht es hier praktisch auch gleich weiter und man kann praktisch hier die einzelnen Geräte an die Netzwerke anschließen und hat dann somit theoretisch auch schon alles erledigt. Also sehr gut gemacht, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz hier die Gerätschaften an, die hier alle dabei sind. Also schauen wir mal kurz an, was hier alles mit drin ist. Wir haben zum einen mal hier natürlich zwei Netzwerkkabel für die jeweiligen Antennen. Finde ich schon mal sehr schön, dass das hier mit im Lieferumfang dabei ist. Legen wir mal kurz so hin. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Netzteile. Ich hole sie gerade mal kurz so raus. Gucken wir uns die mal kurz an. Und da kann man schon sehen, wir haben ja diesen PoE-Ausgang und den LAN-Eingang. Und so sieht das Ganze aus. Wahrscheinlich kommt hier dann das LAN rein und dann geht es dann praktisch wieder raus zur Antenne. Wir drehen es mal kurz um. Ja, ist nicht viel zu sagen. Wir haben hier praktisch eine Ausgangsspannung von 24 Volt mit ca. 1 Ampere, also ca. 24 Watt in der Höchstleistung. Und ja, da gibt es im Grunde hier nicht viel zu sagen. Eine LED an der Vorderseite dran, das sollte soweit passen. Dann haben wir hier so zwei Schellen für die Montage wahrscheinlich an diesen Ständern, die natürlich in der anderen Verpackung mit drin sind. Und dann kommen wir jetzt hier zu den eigentlichen Antennen, da würde ich sagen, die holen wir direkt mal raus. So, also ich würde sagen, wir packen die mal kurz hier aus. Und so sehen die jetzt also aus, recht große Antennen. Hier nochmal Adalov, die Marke, und da würde ich sagen, gehen wir die mal kurz durch. Hier an der Unterseite können wir das so aufklappen und da haben wir praktisch jetzt hier die Möglichkeit, alles anzuschließen. Also es gibt hier die Möglichkeit, auch hier über ein normales Netzteil das anzuschließen, aber natürlich hier dann über PoE. Dann gehen wir nochmal kurz um. Hier wird nochmal alles genau beschrieben. Es gibt eine Reset-Taste. Hier haben wir dann praktisch den LAN-PoE-Port mit 100 Mbits. Dann haben wir hier so ein Display, wie ihr schon sehen könnt. Und dann haben wir hier nochmal einen zweiten LAN-Port mit 1000 Mbits und hier nochmal eine separate Stromversorgung. Auch hier wird nochmal ganz genau beschrieben, was man hier alles einstellen kann. Und ja, da gibt es im Grunde auch nicht viel zu berichten. Ich denke mal, das passt soweit. Hier unten kann man nochmal Master und Slave einstellen, also an dieser Brücke. Könnt ihr schon sehen, das wäre jetzt hier auf A. Das wäre jetzt praktisch dann hier wahrscheinlich der Master, der praktisch auch hier sendet. Also, sieht soweit gut aus. Hier jetzt dann praktisch nochmal die Anzeigen dran. Die werden wir uns aber auch nachher nochmal anschauen und mal gucken, wie das hier aussieht. Und auf der Rückseite kann man natürlich das Ganze hier befestigen. Also, sehr gut gemacht. Da steckt man alles an. Da kommt es praktisch hier so drüber. Und dann kommt praktisch hier unten dann die Kabel raus, damit hier alles in trockenen Tüchern ist. So, das zweite Set gucken wir uns auch gleich mal kurz an. Auch hier das gleiche Spiel. Ich denke mal, das sollte exakt identisch sein. Ebenfalls hier nochmal die Klappe zum Öffnen. So. Und an der Unterseite haben wir ebenfalls dann nochmal hier die ganzen Einstellungsmöglichkeiten und Kontakte, die man praktisch hier verwenden kann. Also, tolles System. Ich mache das wieder zu. So, dann schauen wir uns hier im nächsten Schritt mal an, was hier noch drin ist. Ich mache das ebenfalls mal kurz auf und hier scheint dann praktisch das Montagematerial dabei zu sein. Es gibt auch hier so eine kleine Anleitung, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Also ihr könnt schon sehen, was hier alles mit dabei ist. Es sind auch hier solche Schellen mit dabei. Hier haben wir praktisch dann so einen Ständer, den man zum Beispiel hier an so einem Rohr befestigen kann oder natürlich auch hier zum Beispiel an so einer Wand oder natürlich auch hier an so einem Gartenhäuschen. Das Ganze sieht dann praktisch so aus, ich habe es mal ausgepackt und da könnt ihr praktisch hier dann diese Antennen befestigen. Also das kommt dann praktisch hier an so eine Hauswand dran, da kann man natürlich auch hier den Winkel einstellen, müsst ihr ganz einfach hier so ein bisschen aufmachen und dann kann man natürlich hier, wenn man das so ein bisschen weiter aufmacht, und dann kann man natürlich auch hier den Winkel einstellen, was ich auch sehr gut finde, wenn es weit passt, macht ihr das ganz einfach wieder zu. Dann gibt es so eine Montageplatte, könnt ihr ganz einfach wegmachen und das ganze Ding hier irgendwo dran schrauben. Und dann, wenn das irgendwo hier befestigt ist, kommen hier praktisch die WLAN-Antennen dran. Die werden dann praktisch einfach hier so dran gedockt und dann kommen praktisch hier diese Klemmschellen drumherum. Und dann sollte das Ganze hier praktisch so aussehen und ja natürlich auch hier eine sehr gute Figur machen. Ja, so viel im Grunde dazu. Ich denke mal, das sollte selbsterklärend sein, wie man das Ganze hier praktisch montiert. Jetzt würde ich einfach mal sagen, ob wir jetzt hier mal einen kleinen Test durchführen
und uns mal anschauen, wie das Ganze hier im Alltag funktioniert. So, wie ihr sehen könnt, ist da hinten jetzt so eine Steckerleiste und dann würde ich einfach mal sagen, wird man mal hier praktisch diese beiden Netzteile einfach da reinstecken und das mal hier in Betrieb nehmen. Also das kommt jetzt praktisch hier so rein und das andere kommt praktisch hier so rein, zack. Und dann leuchten die hier auch schon mal schön auf. Im nächsten Schritt werden wir jetzt hier einfach mal die beiden Antennen mit hier dieser PoE-Powerversorgung dann hier praktisch verbinden. Dazu machen wir das ganz einfach hier mal so auf. So, dann stecken wir praktisch das hier direkt hier so rein, klack. Und dann kommt das praktisch hier in das Netzteil. So, jetzt fährt das System schon hoch. Ihr könnt schon sehen, die Power-LED wäre jetzt hier. Es ist weder LAN dran, noch sonst hier irgendein Empfang. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Und damit ist praktisch die Kanalanzeige, also das Ganze fährt hier noch hoch. Und wir sind jetzt hier praktisch auf Kanal 1. Das ist das erste Gerätchen, das können wir praktisch hier wieder so zumachen. Also einfach hier so drauf gehen. Und dann guckt praktisch hier das Netzwerkkabel ganz einfach und bequem unten raus. Und da könnt ihr auch schon sehen, dass wir jetzt praktisch hier schon den WLAN-Empfang da haben. Und da wird man gleich das andere ebenfalls noch anschließen. Dann werden wir hier das zweite mal kurz anschließen. Dann praktisch auch hier wieder auf LAN 1 gehen, zack, rein. Und dann müsst ihr praktisch hier darauf achten, dass es hier auf B ist, damit es praktisch hier der Receiver, also der Empfänger ist. So, das kommt praktisch ebenfalls hier so rein. So, und dann fährt es hier kurz hoch. Und dann gucken wir gleich mal, wie lange es braucht und was passiert. Und das stellen wir am besten hier mal direkt daneben. Jetzt blinkt er schon hier wie wild. Der sucht praktisch hier schon sein Signal. Mal gucken, wie lange es braucht, bis er hier was erkannt hat. Und ja, jetzt können wir auch schon sehen, der hat jetzt hier volle Signalpegel. Also die beiden Antennen sind hier direkt miteinander verbunden. Auch hier gehe ich mal kurz hin. So, könnt ihr auch schon sehen, jetzt haben wir hier beide Signalpegel dran. Und ja, das sollte im Grunde hier soweit in Ordnung sein. Also, das sieht schon mal sehr gut aus. Und da könnt ihr schon sehen, das Ganze blinkt ja auch munter fröhlich vor sich hin und so haben wir praktisch schon mal die Verbindung zwischen diesen beiden Antennen hergestellt. Und dann haben wir jetzt praktisch hier im nächsten Schritt natürlich den Netzwerkanschluss. Der kommt jetzt praktisch hier von meinem Switch und der geht natürlich auf den Router und damit werden wir hier praktisch das Internet dann abgreifen und praktisch herbekommen. So, das werden wir jetzt hier einfach mal direkt dran stecken. Zack, einmal kommt das hier so rein. Na, guck mal, was hier passiert. Mal gucken, jetzt blinkt auch schon die erste LAN-LED auf und ihr könnt schon sehen, das Ding hat hier schon Empfang, also es ging hier auch recht schnell. Mal gucken, was passiert. Ich denke mal, das sollte hier soweit passen, also es blinkt und somit ist praktisch auch hier das Internet bzw. das Netzwerk hergestellt. Also, jetzt wäre praktisch dieses Gerät hier einmal über das Netzteil mit hier dem normalen Netzwerk verbunden und es blinkt alles so, wie es sein sollte. So, jetzt habe ich hier im nächsten Schritt meinen Laptop mal hergeholt, um das Ganze hier mal einfach zu testen. Und ja, der wird normalerweise hier über dieses Netzwerkkabel direkt angeschlossen, aber wir wollen natürlich jetzt hier an diese Antenne das mal anschließen und mal schauen, ob das auch hier soweit passt. So, jetzt könnt ihr es hier nochmal in den Netzwerkeinstellungen besser sehen. Wir sind hier mit keinem Netzwerk verbunden und werden jetzt praktisch hier einfach dieses Ethernet-Kabel mal anschließen an den Laptop und dann hier zur Antenne weiterführen. So, ich stecke das mal kurz hier so an. So. Und dann können wir jetzt hier bei diesem Empfänger einfach hier bei LAN 2 das ganze Gerät hier einstecken und dann mal schauen, was passiert. Ich stecke das mal kurz so ein, mal gucken, was hier passiert, ob da irgendwas kommt. Jetzt blinkt hier auch LAN 2. Jetzt habt ihr gesehen, es wird hier auch eine Verbindung aufgebaut. Da gehen wir mal kurz hier auf Ja und dann könnt ihr praktisch auch schon sehen, dass hier so eine Internetverbindung vorhanden ist, sprich hier das Netzwerk, das ist praktisch hier aktiv. Und wir gehen jetzt hier zum Beispiel einfach mal auf den Internet Explorer drauf. So, und dann haben wir praktisch hier schon Internet drauf. Ich gucke mal kurz hier, schaue mal, ob wir hier zum Beispiel Test eingeben können. So, Test. Und da haben wir praktisch auch hier schon jetzt Internet über diesen Laptop, über diese Antenne. Und es ist wirklich hier sehr gut umgesetzt und einfach machbar. Also jetzt hier nochmal praktisch von der Weite aus. Der Laptop ist jetzt praktisch hier mit dem Netzwerkkabel über diese Funkrichtverbindung praktisch hier mit dem normalen Netzwerk verbunden. Also geht praktisch hier in diese Antenne rein. Ich zeige es euch nochmal kurz hier, so sieht das Ganze hier aus. Also geht es praktisch hier einmal da rein. Da kann man auch hier schon sehen, dass praktisch hier alles ebenfalls hier verbunden ist. LAN 2 ist praktisch hier aktiv. Das baut praktisch hier eine Verbindung zu der Antenne auf und die Antenne
Da könnt ihr schon sehen, geht praktisch jetzt hier wieder da rein, wo praktisch hier mein ganz normales Netzwerk von zu Hause dranhängt. Somit haben wir jetzt hier Internet über diese kleine WLAN-Richtverbindung und so könnt ihr praktisch auch hier längere Strecken über eine weitere Distanz sehr gut verbinden. Geht bis zu 3 Kilometer weit, was ich hier schon mal sehr gut finde. Also alles in allem muss man sagen, es ist wirklich sehr einfach zu installieren. Man kann ja im Grunde gar nichts falsch machen, wenn man die Anleitung hier praktisch ja durchgeht und natürlich auch hier sämtliche Punkte richtig einstellt. Aber die sind auch schon voreingestellt, sprich Master-Slave sind hier schon eingestellt. Auch der Kanal ist hier identisch und somit müsst ihr das praktisch ineinander stecken und habt hier direkt eine schöne WLAN-Richtfunkverbindung. Also, es gibt hier meinen Daumen hoch, ist wirklich ein sehr gutes und praktisches Set, was hier einfach einzurichten ist, wo man praktisch auch hier nicht weiter darüber nachdenken muss. Einfach zusammen praktisch stecken und schon läuft alles. Und natürlich muss man die auch hier noch draußen kurz montieren, wenn ihr das praktisch hier über eine längere Distanz dann verwenden wollt. Ja, soviel dazu. Also hier gibt es nichts zu beanstanden, ist wirklich hier ein Top-Gerät. Und falls ihr hier den Link dazu haben wollt, dann klickt mal hier in der Videobeschreibung drauf. Dann kommt ihr direkt zur Produktseite, wo es praktisch auch hier nochmal alles erklärt gibt und wo auch hier nochmal sämtliche Sachen dann dran stehen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.